Herzlich willkommen zu einem neuen Mythen-Mittwoch. Heute schauen wir uns die Legende vom heiligen Koloman mal ein bisschen näher an. Aber ich habe ja letzte Woche mit diesem Einhorn-Thema ein Video gemacht. Und da würde ich euch mal bitten, wenn euch das mehr interessiert, dass ich mir eher so Grundsatzthemen anschaue und dann dahinter gehe, woher die eigentlich kommen, dann schreibt es mir einfach. Sonst mache ich jetzt so ein bisschen weiter mit den Sagen, Mythen und Legenden, die mir hier in Wien immer mal wieder begegnen. Viel Spaß jetzt bei diesem Video! Der heilige Koloman war angeblich ein irischer Königssohn, der um das Jahr 1000 nach Christus lebte. Aus seinem Leben ist leider nicht sehr viel bekannt. Jedenfalls begab er sich auf eine Wallfahrt zu den heiligen Städten in Jerusalem und kam dann in der Zeit durch Österreich. Hier wurde er aufgrund seines fremdartigen Aussehens und seiner fremden Sprache für einen Spion gehalten und dann bei Stockerau in Niederösterreich festgenommen. Schließlich hängte man ihn an einem Holunderstrauch auf. Doch auch nachdem einige Zeit vergangen war, konnte man noch keine Verwesungserscheinungen an der Leiche ausfindig machen. Und der Legende nach stellten sich dann auch zahlreiche Wunder ein. Nun gingen die Leute davon aus, dass man einen furchtbaren Fehler begangen hatte und jemanden, der unter Gottes Schutz stand, erhängt hatte. So wurde der Leichnam von Koloman vom Holunderstrauch heruntergenommen und im Bereich des Klosters von Stockerau beigesetzt. Daraufhin sollten noch zahlreiche Wunder an seinem Grab geschehen sein. Das führte dann dazu, dass Koloman 2 Jahre nach seinem Tod nach Melk überführt wurde, in die damalige Residenz der Babenberger Familie. Die Beisetzung fand am 13. Oktober 1014 statt. Und dieser Tag ist bis heute der Festtag des heiligen Koloman. Im 14. Jahrhundert ließ dann Herzog Rudolf IV. Den Stephansdom in Wien ausbauen. Er ließ außerdem den Kolomani-Stein zum Stephansdom bringen. Und dieser Stein war angeblich einer gewesen, auf den das Blut des Koloman heruntergetropft war. Man findet es im Dom nun beim Eingang zum Shop. Und die Menschen greifen diesen Stein an, weil er angeblich Glück bringen soll. Deswegen gibt es heute hier einen richtigen handförmigen Abdruck auf den Stein. Der Stein trägt die Umschrift Hic est lapis superquem effusus est sanguis exceratione tibiarum Santus Colomani martyris quem huc collocavit illustris Dominus Rudolphus quartus dux austriae. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig vorgelesen. Latein ist bei mir schon ein bisschen länger her. Im Stift Melk gibt es übrigens noch Reliquien vom heiligen Koloman. Sein Unterkieferknochen ist in der Kolomani-Monstranz eingearbeitet. Diese Monstranz wurde im 18. Jahrhundert vom Goldschmied Josef Moser gefertigt und soll den Holunderstrauch abbilden. Diese Kolomani-Monstranz wird jährlich am Kolomani-Tag gezeigt. Koloman ist übrigens der Patron der Reisenden, der Pferde, dem Vieh und der Verurteilten. Koloman wurde dann auch zum Landespatron von Österreich, bis er dann schließlich 1663 durch den heiligen Leopold abgelöst wurde. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Ihr wisst, wie es läuft auf YouTube, weil, ja, ich bin ja jetzt keine Berufs-YouTuberin, aber freuen tue ich mich trotzdem drüber, weil das ist ja doch einiges an Zeit und Arbeit, was ich in diese Videos stecke. Also vielen Dank, ich freue mich über jeden, wer zuschaut und dem dieses Video gefällt. Bis zum nächsten Mythen-Mittwoch.